Willkommen zurück zu Pokémon Anil. Wir sind nicht mehr auf der Zinnoberinsel, denn eigentlich habe ich ja da aufgehört und wollte jetzt den Vulkan machen. Das machen wir auch gleich, aber ich wollte mal eben zum Mondberg, denn hier gibt es eine Kraxelstelle. Die habe ich gerade erst so zufällig gefunden. Oh, hier ist das Domfossil. Ja, das war auf jeden Fall eine wichtige Kraxelstelle. Und jetzt will ich einmal kurz durch den Mondberg laufen und schauen, ob da was ist. Wenn da was ist, sehen wir uns dort wieder. Ansonsten woanders. Wahrscheinlich dann auf der Zinnoberinsel. Beim Mondberg zumindest eine Stelle, wo man surfen kann. Und hier findet man das Felix-Fossil. Also man kriegt beide Fossilien auf jeden Fall noch. Auch nachdem man sich eins schon ausgesucht hat. Und hier sind auch Pokémon, die mich jetzt zwar nicht so sehr interessieren. Wir sehen uns dann gleich woanders wieder. Vor dem Felstunnel haben wir noch eine Stelle mit, ja, Kraxler. Wo man einen Mondstein findet. Okay, dann hat sich das ja immer noch gelohnt. Hätten auch einfach oben Item hin tun sollen. Weil, naja, also... So sieht es einfach aus, als hätte man da irgendwie schon was geholt. Ich meine, klar, der Stein ist auffällig. Trotzdem fand ich das irgendwie nicht so gut gelöst. Ich denke, jetzt können wir aber tatsächlich zur Zinnoberinsel fliegen. Also sehen wir uns dort gleich wieder. Und nun werden wir uns auf den Vulkan begeben. Das fängt ja schon hier an. Und geht dann hier weiter. Und hier zurück. Oh mein Gott, ich freue mich so, diesen Vulkan jetzt mal zu erkunden. Das war ja immer so ein Mysterium. Es hieß immer, ja, da gibt es einen Vulkan auf der Zinnoberinsel. Man hat ihn aber nie gesehen. Und jetzt sieht man ihn nicht nur, man kann ihn auch betreten. Ich hoffe, das ist doch der Vulkan. Würde es dir gefallen, mir dabei zu helfen, Schätze auszugraben für unseren Vorteil? Hier gibt es sehr viele, okay. Ach so. Hier haben wir auf jeden Fall das Spiel aus dem Untergrund von Sinnoh. Und hier finden wir einen Knochen. Okay. Wie wirkt sich denn auf den Hammer? Nein. Ich würde ganz gerne auf den Hammer wechseln. Weiß aber nicht wie. Na gut, gab auch nur zwei Schätze. Aber sehr nett, dass es das hier gibt. Da geht es in den Vulkan rein. Aber hier ist auch noch ein bisschen was. So gespannt. Aha. Da freue ich mich ja schon sehr drauf. Ein starkes Pokémon im Busch. Okay, dann bin ich wieder hier. Alles klar. Ich habe irgendeinen falschen Weg genommen, weil ich jetzt nicht an das Item rankomme. Ach, ist das verwirrend. Ich hoffe, da ist kein krasses Pokémon drin. Also, ich wäre okay. Es wird wahrscheinlich ein Feuer-Pokémon sein, oder hatten wir Feuer schon? Das weiß ich nicht. Ein Hitzestein. Und ein Feuer-Pokémon. Dann. Muss ich Turtle nehmen, ne? Ja, wie stark wird das sein? Ich weiß es nicht. Wir schauen einfach mal. Das ist ja 2 gegen 1, das ist schon mal gut für uns. Es ist Glurak! Level 70 auch noch! Oh shit! Aber ist nicht so schlimm, ich habe ja hier eine Gesteinsattacke, die ist 4-fach effektiv. Dann gehen wir hier erstmal auf Regen. Es geht auf... Okay, es ging auf Turtok. Turtok ist verbrannt, das ist nicht so gut. Stärke trifft, Stärke macht sehr viel Schaden. Unsere Werte sinken, das ist nicht so geil. Aber mit dem Regen jetzt sind die Feuerattacken von Glurak schwächer. Und
Wir sollten es schaffen können. Nochmal Stärke und hier Hydropuls. Flammenwurf. Ja, macht jetzt gar keinen Schaden mehr. Oh mein Gott, einfach Glurak, ey. Krass. Na, war's denn wirklich so krass? So, naja. Gut, dann heilen wir einmal. Gehen jetzt aber wirklich, wirklich in den Vulkan. Okay. Und rein da. Vulkankanela. Der Zimtvulkan. Naja, Zinnobervulkan. Schön rauchig hier drin auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch wilde Pokémon. Und zwei dürfen wir fangen. Nämlich Darmanitan. Okay. Das wird zu stark sein. Macht uns jetzt nicht so viel. No! Ach man, das war aber jetzt keine Absicht. Ach so, du bist jetzt einfach gestorben. Das war Lava. Ich meine, es ist ein Vulkan. Was habe ich dabei jetzt gedacht, ne? Manchmal sind die Teils gar nicht so richtig, was die Barrieren angeht, richtig gemacht, glaube ich. Aber ist egal, das Spiel ist trotzdem sehr, sehr gut. Amorup. Okay. Kamerop bin ich nicht so scharf. Weil das eben einfach eine vierfache Wasserspeicher hat. Das ist nicht so geil. Hat auch keine Immunität gegen Pflanze. Also keine Resistenz gegen Pflanze. Ist halt insgesamt irgendwie nicht das geilste Pokémon. Na, wo gehe ich jetzt weiter? Na, gucken wir erstmal, was hier ist. Hallo. Kämpft gegen mich. Oh, Tortonator. Das finde ich sehr in Ordnung. Shit. Shit! Okay, es war nicht so stark. Warum kann das eine Explosion, ey? So, das nochmal Darmanitan. Da habe ich aber doch ein bisschen Angst. Deswegen wechsle ich mal zu Turtok. Okay, ouch. Ach, das gibt's doch nicht. Ich kann doch nicht sagen, dass das alles hier immer stirbt. Ich will doch was fangen. Mist, ey. Habe ich noch ein paar leckere Kekse, ja. Also ein bisschen Erfolg hätte ich schon ganz gerne beim Fangen. Vielleicht nicht dabei. Hier finden wir Hitzewelle. Oh, nice. Theoretisch sehr nice. Wenn wir Glurak oder Lavados hätten. Ich meine, Lavados werden wir ja heute wahrscheinlich fangen. Ich werde es ja eher nicht töten. Wir hätten sehr viel Glück mit Arktos und Zapdos. Deswegen denke ich, dass wir auch hier Glück haben werden. Zumindest würde ich mir das wünschen. Hypertrank. Und Makago. Ja, gleiches Problem wie bei Dingens, ne? Wie bei Kamerup. Ist zwar ein anderer Typ, aber die Schwächen sind halt genau die gleichen. Nicht alle. Es hat auch noch eine vierfache Bodenschwäche. Also, das hier ist noch schlimmer als Kamerup. Ah, ich will das wirklich nicht fangen. Ich will das wirklich nicht fangen. Es tut mir leid. Also dann lieber Kamerup. Das ist ja immer noch eine Mega-Entwicklung. Makago ist halt... Makago ist halt ein Problem. Ich habe gesagt, du bist ein Problem, so gehe mir aus dem Weg. Hättest zumindest Dingens gehabt, Robustheit, hätte man ja drüber reden können, aber so macht es gar keinen Sinn. Mass PP und Bellos Ball.
Kann ich jetzt surfen? Nein, kann ich nicht. Was für eine dumme Frage, Delo. Aha, hallo. Dich habe ich doch gesucht. Und damit du mich jetzt nicht nervst, indem du wieder stirbst, mache ich Kehrtwende. Und gehe zu Turty. Was eine gute Wahl war, weil das hier macht gar nichts. Und nur Attacken, die seine Werte senken. Nicht so das beste Pokémon. Aber es gehört jetzt uns. Jetzt gleich. Oh, es kann Eissieb. Oh mein Gott, es kann Eissieb. Es hätte Skorgro töten können. Wieso kann das Eissieb? Das ist ein Feuer-Pokémon. Und wieso macht das Eissieb gegen Turtok und nicht gegen Dings, gegen Skorgro? Das verstehe ich nicht. Ja, das ist leider nicht so einfach zu fangen, aber das wusste ich. Willst du aber trotzdem haben. Ja, so ein bisschen Angst habe ich jetzt gerade doch. So, hier triffst du einfach gar nicht. Wie ist das? Das schmeckt dir. Ha, du kannst mich nicht treffen. Du kannst mich nicht treffen. Ich wünschte, ich hätte so eine Schnelltaste für Ballwurf. Hat aber Eric Losty jetzt in der zweiten Beta für Pokémon Z angekündigt, dass er da einen Schnellbutton für Pokébälle macht. So, immer den letzten Ball sofort werfen kann. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die Beta spielen möchte von Pokémon Z oder ob ich lieber auf das fertige Spiel warten möchte, was aber dann halt noch ewig dauern wird. Ich glaube, ich werde die Beta irgendwie streamen oder so. Ich habe ein bisschen Angst davor, es zu streamen. Weil ich ja simultan übersetzen muss. Und ich glaube, im Stream habe ich da ein bisschen mehr Stress, als wenn ich das einfach so ja, bei einer Aufnahme habe. Aber vielleicht ist das auch einfach nur totaler Quatsch, was ich hier sage. Oder das Gefühl, dass wir jetzt gleich bei Lavados sind und ja, erst ein Pokémon haben. Was ist es? Nein, ich habe ich schon. Eben auch noch mal Dings heilen. 30. Makagen. Ja, Tortunato wäre mir halt schon lieber. Aber wenn das Robustheit hat, dann wäre das schon eine Option. Was hat keine Robustheit? Kann das überhaupt Robustheit haben, ist die Frage. Da ist noch ein Item. Holen wir erst das. Ich glaube, wir nehmen auch gerade den Weg zu Lavados. Tierra Viva, das ist... Ich glaube, die Bodenattacke, die verbrennen kann. An der ist es was anderes. Was denn Tierra Viva dann? Also irgendwas mit Boden. Lebendiger Boden. Halbsand oder so vielleicht. Ah ja, da ist Lavados. Dann befürchte ich, dass es hier rausgeht. Ja, da geht's raus. Ja gut, dann schnappen wir uns als erstes Lavados. Paralysieren kann ich ja nicht, ne? Da hatten wir doch so ein Problem. Ah ja, okay. Egal. Lavados, du gehörst jetzt mir. Turtok anfangen sollen. Hätte ich jetzt einfach hier ein Dings werfen können. Ich mach das trotzdem mal. Schade. Okay, es kann auch Ruheort. Und wechseln wir mal aus. Okay. Im Grunde werfe ich jetzt schon Bälle. Ich will jetzt gerade Himmelsfeger einsetzen, weil den habe ich ein bisschen Angst. Das ist nicht sehr stark.
Okay, jetzt kann ich hier mit Zwieger sein. Oder irgendwas anderes. Ja, das Blöde ist halt, dass ich jetzt Dingens nicht so gut geschwächt habe wie die anderen beiden. Arthus und Zapdos hatte ich ja ganz gut geschwächt. Das ist jetzt nur zur Hälfte. Und dann ist es nicht so einfach zu fangen. Aber alles, was ich jetzt machen würde, wird es wahrscheinlich besiegen. Und am Ende ist es gar nicht so wichtig, denn es reicht auch einfach bei der Hälfte, Hyperbälle zu werfen. Okay, damit haben wir alle drei legendären Vögel. Die einmal raus und dann versuche ich nochmal reinzugehen, weil mir fehlt ja jetzt irgendwie noch ein Teil des Vulkans. Okay. Sonntag haben wir hier gefunden. Ach shit, und da unten ist ja auch noch ein Trainer, den wir voll vergessen haben. Oh mein Gott, ich komme hier gar nicht wieder rein. Wir haben Vasili vergessen. Ah, das tut mir jetzt ein bisschen leid. Dann machen wir den gleich noch. Ich werde mal eben noch gucken, dass ich diesen einen Ort finde, wo wir abgebogen sind. So, hier müsste das gewesen sein. Ja, da ist noch ein Item. Und noch ein wildes Pokémon. Ich kann ja noch eins hier fangen. Ach Mann, dann fange ich jetzt halt mal Cargo. Ich hätte so gern Tortonator gehabt, aber... So, das überlebt ja gar nicht. Ich bin so dumm. Ich bin wirklich dumm. So, hier ist noch das... Wahlband? Wahlgurt war es so wörtlich, aber das macht ja keinen Sinn. Naja. Ich bewege mich mal eben raus. Vielleicht finde ich ja noch ein Pokémon. Wenn nicht, dann halt nicht. Und dann sehen wir uns bei Vasili wieder. So, Vasili. Hallo. Oh, welch Freude, eine Person von so außergewöhnlicher Schönheit zu treffen. Oh, wie nett. Auch wenn sich nichts mit der großen Schönheit vergleichen lässt, die Kanto-Region bietet. Ich habe gut daran getan, sie als meinen Reiseort auszuwählen. Solche Schönheit inspiriert mich zum Kämpfen. Auch wenn ich dich besser warnen sollte, dass mein Talent mit Wasser-Pokémon ihresgleichen sucht. Sollte aus dir noch der Mut erwachsen, die Herausforderung anzunehmen, was sagst du? Lieferst du mir ein einzigartiges Duell? Ja, können wir machen, Vasili, können wir machen. Oder Bluebio, wie er auf Spanisch heißt. Er fängt an mit Kapalores, Level 55. Okay. Okay. Also, Kapalores wird wahrscheinlich Gegen rausholen wollen. Deswegen überlege ich, ob ich hier... Was ich hier machen soll. Reicht ein Aeroass wahrscheinlich nicht, auch wenn wir 12 Level höher sind. Vasili sollte man ja eigentlich machen, bevor man die Feuerarena macht. Deswegen ist er jetzt relativ schwach. Ich glaube, Pferdwende reicht nicht, aber ich habe keine Lust, dass ein Eisstrahl kommt. Ich habe ein bisschen Angst vor. Ja, da kommt mir auch ein Eisstrahl. Ist aber egal, der ist schon mal besiegt. Weiter geht's mit Garados, das erstmal unseren Angriffswert senkt, das will ich nicht. Aber ich kann auch deinen Angriffswert senken, wie wär's denn damit? Eiszahn. Auch alle haben ja Eisattacken. Das ist super gefährlich. Auch wenn mein Pflanzen-Pokémon ein... Naja. Mein Pflanzen-Pokémon ist halt ein Pflanze-Drachen-Pokémon. Hat eine vierfache Eisschwäche. Naja, die werden wahrscheinlich alle Eiszahn oder Eisstrahl haben. Na, ich gehe mal zum Dämon. Oh, Tohaido. Mega-Entwicklung, oder? Das dachte ich gerade schon bei Garados, aber hier ist es, glaube ich, noch offensichtlicher. Weil es auch ein Pokémon der dritten Generation ist. Aber du hast auch in der Mega-Entwicklung eine Feenschwäche. Stell dich ihr. Nice. Ja, Twilight ist kein sehr stabiles Pokémon. Und wir haben ja immer hier noch den Level-Vorteil. Deswegen ist der Kampf auch nicht so schwer. Seedrek hat auch eine Feenschwäche. Also der Dämon ist hier irgendwie das Pokémon, das alles regelt. Unglaublich.
Und Milotic. Das hat keine Feenschwäche. Oh, kann man ordentlich reinhauen. Wir sollten jetzt gewonnen haben. Ist da noch eins? Nein, hat er nicht. Okay, ja, dann war das ein sehr einfacher Kampf, aber wir hatten ja auch, ja, 10 Level Vorsprung. Du trainierst keine Pokémon. Du machst Kunst, glaube mir. Okay. Ich dachte, dass meine Künste... Keine Ahnung, was das heißt. Irgendwas nicht hätten. Aber hier ist jemand, der mich übertrumpft. Er verwendet ganz komische Wörter. Ich verstehe nicht, was er sagt. Es tut mir leid. Aber er gibt uns Nassschweif, Chapa Robusta und Chapa Espiritu. Okay. Ja, dann danke, Vasili, für diesen netten Kampf. Ja, dann haben wir hier alles soweit getan. Das nächste Mal wird es dann wohl tatsächlich zur Britannia City Arena gehen, wo wir nochmal gegen Giovanni kämpfen müssen. Egal, wir schaffen das. Wir sind gut vorbereitet, right? Leute, bis dahin, nur das Beste. Macht's gut. Ich bin mal gespannt, was Giovanni uns diesmal wieder antun wird, aber das ist sicherlich wert. Bis dann.